Shalom Aleichem. Bitte warten Sie. Bitte geduldigen Sie. Ta-na-na-na-na-na-na-na-na. Bitte warten Sie. Bitte hold the line. Please hold the line. Nun, manchmal bleibst du auf dem Telefon 10 Minuten, bis hold the line kommt jemand dir zu helfen und zu retten. Es ist zu viel Geduld, es ist zu viel Zeit. Interessant, die Tora, wir erzählen eine Midrash heute. Die Tora erzählt uns im dritten Buch Mosche, Kapitel 19, Pasuk 23, wenn ihr kommt zu dem Land und ihr wollt pflanzen Bäume, ihr müsst 3 Jahre warten und davon noch nichts essen. Sagt Rabbi Judah ben Pasi, Adam Arishon, wer soll die Erde von deinen Augen wegnehmen? Deine Kinder, du, die Kinder von Adam und Chava, müssen warten 3 Jahre heute zu essen Früchte von den Bäumen. Und du, Adam, du konntest nicht warten 1 Stunde von dem Baum nicht zu essen. 1 Stunde konntest du nicht aushalten und hast schon gegessen. Sagt Ravuna, wenn Bar Kappara hat gehört, was Rabbi Judah ben Pasi hat gesagt, warum warten wir 3 Jahre heute? Weil Adam hatte kein Geduld und sofort gegessen. Sagt er, schön, was er hat gesagt, schön, gefällt mir. Deshalb steht geschrieben, wenn ihr kommt zu dem Land, ihr sollt trotzdem pflanzen, Bäume zu essen. Die Fehler, die Vergehen oder die Sünde, die man so nennt, von Adam Arishon, von Adam, sagt der Midrash, seine wahre Sünde war Ungeduld. Kein Geduld. Er hat keine Wille zu stoppen, zu bremsen, zu warten, bis soll man ihm erlauben zu essen von Etz Adat. Darum sagt uns der Midrash, das Abwarten und Einhalten, das, was wir machen, um zu warten 3 Jahre von den Bäumen, von die Orla, von Einpflanzen in die Erde, bis wir das in den Mund reinnehmen, das ist eine Tikkun, eine Reparatur, eine Wiedergutmachung zu dem elementaren Fehler, Vergehen von dem Wurzel, von dem Problem, von der Menschheit. Die Menschheit hat ein größeres Problem und das ist kein Geduld und Jagen nach sofortiger Befriedigung und Genugtuung. Schnell, schnell wie möglich. Machen Sie das bitte so schnell wie möglich. Bestell von heute, das Paket kommt schon heute. Sehr gut, umso besser. Und die Menschen haben wenig Geduld. Und was ist mit der Vorfreude? Was ist mit der... Also, Hamtana, warten, ist auch in die Sprache Matana. Es ist auch ein Geschenk. Auch das Warten bringt mit sich eine Wesensache, die man kommt. Deshalb sagt Bar Kappara, es ist klar, wie die Torah sagt, so mit schöner Zeremonie, die Mitzwa von Orla soll man nicht essen 3 Jahre. Wenn ihr kommt zu dem Land und ihr pflanzt deine Bäume, diese Frucht 3 Jahre, das ihr bekommt, das sollt ihr nicht essen. Also nur zum Schluss. Warum? Weil diese Mitzwa korrigiert die Ungeduld, die in unser Herz, dem Chet, dem Vergehen von Adam Arishon, der Chet von Choser Savlanut, von Ungeduld. Geduld ist eine sehr, sehr wichtigen Vitaminen, sehr wichtigen Mangel. Das ist das größte Mangel von allen Bedürfnissen von den Menschen. Deshalb jeder, der hat Geduld, der wartet auf seine Früchte, ob es warten jetzt auf eine Antwort, die lang schon verzögert, oder ein Stau im Autobahn, oder jetzt Schlange im Supermarkt, warten zum Geburt bei einer Frau. Jeder Mensch, der wartet, soll er wissen, er macht eine Tikkun in die weltlichen Probleme. Und er beschleunigt
die ganze Welt zu seinen Tikkun, und das bezahlen wir heute alle, diesen Geduldüberprüfung oder Prüfung wegen dem Chet von Adam und Chava. Ja, Shlomo Raskin am Apparat, wie kann ich Sie helfen? Ta-na-na-na-na-na-na-na-na. Bitte warten Sie. Nächstes Mal, wenn Sie hören, bitte warten Sie. Ihr sollt nicht ärgern. Ihr sollt nehmen Tehilim und beten, und Hashem wird euch helfen.